Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, es ist bereits Folge 389 und wir stehen schon bei der ersten Mod und es ist nicht der Klaas, nein, es ist der Super 800 Wilmar, den wir haben, nämlich ein Düngerstreuer. Da sehen wir es, sonst in weiß gehalten, ein paar Metallelemente oben, ein bisschen verzinkt und so. Sieht eigentlich relativ schlicht und einfach aus. Ich zeige euch den auch mal schlicht und einfach im Shop, das macht das Einfachste immer. Da haben wir ihn. S800 Spreader kostet 3.200 nur, hat 8.000 Liter Inhalt, 12 Meter Arbeitsbreite und wir haben sowohl die Möglichkeit zu düngen wie auch zu kalken mit dem guten Stück. Ich werde jetzt hier mal den Motor anschmeißen, werde mal den Helfer anschmeißen. Aha, okay, stopp. Der Helfer will gerade nicht. Heißt, ich muss mir mal eine andere Spur suchen, weil ich habe hier wahrscheinlich schon den Streifen gedüngt. Es kann gut sein, ich mache ja ziemlich viel hier auf dem Feld. Und hier wahrscheinlich das gleiche. Ja. Ja, er läuft auch hier dementsprechend aus. Okay, ich suche mir mal hier eine neue Spur, das kriegen wir hin. Die Millisekunde sollte es nicht drauf ankommen. So. Drehe ich mal hier eine Runde. Und guck, was er jetzt hier sagt. Irgendwie will er animationsmäßig nicht, aber es scheint, als wenn er düngen würde hier dementsprechend. Jetzt hat er wieder eine Stelle gefunden, wo er wieder aufhören wollte. Also, Normalfall sollte funktionieren. Ich habe wenigstens nichts in den Kommentaren gelesen, dass das gute Stück nicht funktioniert. Warum jetzt hier keine Animation zu sehen war, das ist wiederum eine andere Geschichte. Das weiß ich so selber nicht. Wir gucken mal ganz kurz hier aufs Feld. Ne, das ist diese zerstückelte Bahn, die ihr hier seht. Die Früchte sind vollkommen Schnuppe, die hier sind. Aber ihr seht selber, hier ist jetzt einmal gedüngt drauf auf jeden Fall. Genau die Bahn daneben, die soll noch nicht gedüngt sein. Deswegen fahre ich jetzt hier noch einmal neu an und probiere es noch einmal. So, da kann er sagen, dass ich es nicht probiert habe. Dann ist die Folge halt ein Sekündchen länger. Dann macht das aber auch nichts. So. Da sind wir gerade los. Ich fahre jetzt hier los. Sache soll es anmachen. Ich sehe jetzt hier leider keine Animation. Aber ich sehe, dass sie den Streifen düngen. Woran das jetzt genau liegt, weiß ich leider nicht. Ihr könnt da selber mal schreiben, ob ihr rausgekriegt habt oder ob die Animation bei euch läuft. Dreckig werden tun auf jeden Fall die Reifen. Das Gerät selber habe ich auch noch nicht dreckig werden sehen. Aber wie gesagt, gucken wir einfach mal, ne? Vielleicht kriegt ihr ja noch einen Tick mehr raus. Sah sonst aber schon vielversprechend aus. So, jetzt gebe ich hier eine Runde rüber und wir landen bei diesen guten Stücken hier. Das hier sind zwei Ladewagen-Mods. Nämlich einmal der Krone, den 450 GD, den wir hier sehen. Und bauähnlich halt dementsprechend den Strautmann Terra Vitesse CFS 4601DO. Eigentlich müsste er dadurch auch 200 Meter länger sein, weil der Name auch 200 Meter länger ist, ne? Das sind die beiden. Beide hier sind, ja, ich sag mal so, einigermaßen auf dem aktuellen Stand, kann man mal sagen, ne? Metall hier sind Metallteile dran. Auch hier die ganzen Kronelackierungen sind dran, so wie es sein soll. Die ganzen kleinen Beschilderungssachen sind sogar zu lesen. Also gar nicht mal so schlecht. Die sind technisch dementsprechend ähnlich. Wir haben bei beiden die Abdeckung oben drauf, die wir schön aufklappen können. Ne, seht ihr, ist bei beiden genau die gleiche Abdeckung auch. Auch wenn wir hier jetzt die Ablademechanismus starten, gehen innen drin die Förderbänder los. Das seht ihr selber, sieht man da wunderbar. Und hier hinten, ne, geht der Gesichtsmassierer an. Sollte man natürlich nicht sein Gesicht in die Nähe tun, logischerweise. Und ja. Und so klappt man das Ganze wieder zu. Und schon läuft das Ganze. Ne? Ihr seht selber, die Nummernschilder sind die gleichen. Also es ist vom gleichen gemacht worden, die Mods. Ne? Deswegen stelle ich die auch jetzt hier so zusammen vor. Ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz dann hier auf Ladewagen und zeige euch die guten Stücke. Da sehen wir das Ganze. Beide kosten 80.000. Ne? Beide brauchen 210 PS. Beide haben 44.000 Liter Inhalt. Ich würde sagen, das ist eine schöne Umlackierung, ist da für die eine Variante dann gemacht worden. Aber was ja auch kein Problem ist, solange es gut aussieht, ne? Und man die Marke damit dementsprechend hervorheben möchte, warum nicht, ne? Wenn wir drauf gehen selber, haben wir die Möglichkeit hier noch verschiedene
Reifentypen zu wählen, nämlich zwei Stück. Wir haben auch die Möglichkeit, noch Breitreifen zu nehmen. Wir können den mit oder ohne Abdeckung kriegen, also dies nicht Pflicht. Und designtechnisch gibt es hier noch den Siliertank vorne vor oder halt Standard, wie man halt möchte. Und ich kriege die Vermutung, dass das hier genau das gleiche ist. Ja, da seht ihr es auch mit Abdeckung, ohne Abdeckung, wie man möchte. Den Strautmann sah man sonst auch so nicht so oft nicht mit Abdeckung, deswegen auch keine uninteressante Geschichte. So, dann haben wir die beiden dementsprechend auch schon gesehen. Dann haben wir hier noch zwei Fahrzeuge stehen und dann noch eine ganz interessante Geschichte, aber die kommt gleich am Ende. Erstmal fangen wir hiermit an. Das ist nämlich ein hervorragend aussehender Loadster 1600er LKW. Ich finde schön den alten Stil dementsprechend. Auch dieses ne? Armatur, nicht was gesagt. Ne? Auch die Form, die Gebung hier dementsprechend finde ich sehr interessant. Sieht auch sehr gut aus. Auch die Schlauchgeschichten sind hinten da. Es ist ne? Klar, eine Schleppergeschichte. Wie ihr seht, der nimmt dann schön Sachen auf. Da hüpfen wir mal eine Runde rein. Da können wir auch mal eine Runde reingucken. So sieht das Ganze aus. Wenn ich Licht anmache, geht schön die Armaturenbeleuchtung an, so wie das sein muss. Ne? Hat schöne rote Sitzbezüge. Der Innenspiegel sieht aus, als wenn er vielleicht funktionieren könnte. Ich weiß es nicht. Lenkrad ein bisschen eierig, aber ne, was soll man machen? Wir fangen erstmal mit der Lichtgeschichte an. Wir haben einmal erstmal oben das Licht, wir haben vorne das normale Standardlicht. Da gibt es noch eine Stufe drauf und hinten haben wir nur eine Rückbeleuchtung in dem Sinne. Dann haben wir Blinker, die funktionieren. Ihr seht selber auch groß und ordentlich und hinten blinkt das Rücklicht dann nochmal extra. Was ich auch eine schöne Geschichte finde, ist mal was anderes. Und wir haben hier oben drauf noch eine Rundumbeleuchtung. So, ich mache nochmal falsch, wollte ich noch gar nicht. Da sehen wir die Reaktion in den Zeigern und wenn ich dann mit Licht arbeite, haben wir aber keine Unterschiede. Das wollte ich noch einmal gezeigt haben. Und dann, klar, wir müssen noch den Motortest machen und das machen wir jetzt auch. Ja, ich finde, es ist eine sehr schöne Maschine. Zeige ich euch natürlich auch jetzt sofort im Shop. Genau wie ich euch das nächste Fahrzeug schon im Shop zeigen werde, dass wir das in einem Abwasch machen, aber wir fangen mit dem LKW an. Da sehen wir das gute Stück. International Loader 1600, 119.000 kostet er, 460 PS bei 80 km/h Spitze. Wir können das Ganze, ne, das immer bis zu sozusagen. Das heißt, die Kleinvariante vom Motor hat er nur 253 und das steigert sich dann hoch. Man kann hier die Felgenfarbe ändern, man kann die Designfarbe ändern auf, ja, und man kann dann hier auch sagen, grün, wie man es mischen möchte. Ne? Wir haben hier noch die Reifenvariante, noch Stock, ne, mit Modified Suspension, also mit modifizierter Aufhängung dementsprechend dann oder Dämpfung und dann wieder auf Standard. Ne? Wie das halt dementsprechend möchte. Was für Felgen man auch drauf haben möchte, lässt sich hier dadurch variieren. Also schon ein schönes Gerät. So, und die zweite Variante, die wir noch haben, ist ein Fahrzeug. Das ist nämlich das. Da seht ihr auch den Macher des Ganzen. Das ist ein Chevrolet Silverado 1500, den wir hier jetzt haben. So sieht das gute Stück aus. Schöner, schlichter, kleiner. Ne, wir haben hier zwei Motorgrößen, die wir wählen können, nämlich 300 PS und 395 PS. Wir haben die Chromfelgen, die Aluminiumfelgen-Variante. Wir haben hier noch die Möglichkeit, noch die Aufhängung dementsprechend anzuwählen. Seht ihr selber hier, dass dann ne, der Aufhänger noch dazu kommt. Und im Design haben wir noch die Möglichkeit, noch einen Werkzeugkasten mit reinzusetzen. Das ist der Punkt hier. Falsch, tausendmal falsch gedrückt. Noch viel tausend normale falsch gedrückt. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir hier beim Zubehör noch was haben, ne? Sehe ich so nicht. Und bei Schiebeschilder sehe ich so auch nicht. Also deswegen latsche ich jetzt mal rüber. Ich habe ihn hier mal in Blau hingestellt, wie ihr seht, und dann auch mit Werkzeugkasten. Der müsste theoretisch gesehen auch die Möglichkeit haben, einen Schneepflug zu schieben, wenn ihr den passenden Schneepflug habt. Also die plaufähig ist er sozusagen. So stand es, meine ich, in der Beschreibung dementsprechend auch drin. So, wir werden hier als erstes mal auch den Lichttest machen. Erst unten, dann oben. Hinten geht das Licht ganz normal an. Wir gucken uns das Ganze auch mal von innen an. Hier haben wir so jetzt keine sonderlich große Reaktion auf irgendwas. Wenn ich den Motor anmache, gehen die Zeiger an, aber die Lichtvariante bleibt dementsprechend dann aus. Ne?
So, ich mache den Motor schon mal an. Das dauert mich ein Momentchen. Ja, den Blinkertest habt ihr in der Zeit also auch gesehen. Der funktioniert. Und jetzt werden wir auch hier mal einen kleinen Kreis fahren. Ne, Rückfahrleuchten und sowas gehen auch. Also schon eine schöne Geschichte. So, ja, damit haben wir die ersten 5 Mods hinter uns und eine noch vor uns. Und das ist ein Set. Und zwar zeige ich euch das Set jetzt mal im Ganzen und ich führe euch das Ganze auch vor, weil ich habe mir vorbereitet, dass es vorführbar ist. Das Ganze fängt an mit diesem Trailer, den ihr hier seht. Das ist ein Trailer, 100.000 Liter Inhalt, ist auch sehr hoch, wie man sieht, ne? Also man sieht da oben hier, das ist die normale Kante, da kommt oben noch Aufbau und sowas oben drauf. Und man sieht hier auch schön hier Verkabelung und sowas, ne? Und hier auch die Mechanik, die das Ganze hier oben aufklappen lässt, weil den kann man auf- und zuklappen dort oben. Damit nämlich genau dieser CMC ist der Hersteller Firma Saturne, hoffe ich, denke ich. 5800, das ist das ganze Set. Das hier ist ein sogenannter, ja, Aufheber, ne, sag ich mal was so. Der nimmt die Sachen auf zusammen mit diesem freundlichen Stückchen, was wir hier vorne dran gebaut haben. Das ist das Dreier-Set. Also einmal den Aufnehmer an sich, einmal die Maschine an sich und einmal das große Teil hier an sich. Die einfachste Variante, euch das im Shop zu zeigen, ist über Hersteller zu gehen, weil CMC, sagte ich gerade, haben wir hier drinne. Das sind die Teile. Ihr seht selber, 364.000 kostet er 775 PS. Zusammen mit dem Pickup dementsprechend dann hier. Da habt ihr es, ne? Da könnt ihr halt dementsprechend Gras und Strohsachen so mit aufnehmen dann halt. Ne? Und hier in dem hier kann so ziemlich alles transportiert werden, was man halt transportieren möchte. Der SFI 900 weiß ich auf Anhieb leider nicht, was es ist. Deswegen gucken wir einfach mal. Ob wir ihn überhaupt mit zwischen haben. Ich habe jetzt hier speziell, wenn ich nicht bei den falschen Schneidwerken wehe, wäre es noch besser. So, SFI 900, der geht da dran. Das ist ein New Holland Häcksler für Mais. Also auch Mais könnte man mit dem guten Stück dementsprechend dann häckseln. Was da sonst noch an, ne? Und da ist auch der Pickup. Was er sonst noch aufnehmen könnte mit anderen Hilfen oder sowas oder ob er noch irgendwelche anderen Sachen zusammenarbeitet, das weiß ich so leider momentan nicht. Ne? Eine schöne Geschichte wäre, wenn er natürlich auch noch andere Sachen aufnehmen könnte, aber ich kann euch jetzt hier demonstrieren. Als erstes zeige ich euch mal, wenn wir das Ganze auf den Hänger schalten. So. Dann kann ich mit der linken Maustaste und Hoch- und Runterbewegung kann ich die Klappe schließen. Das heißt, dann ist er hier hinten zu. Ne? So geht das gute Stück auf. Seht ihr auch hier, wenn ich die Hilfe anmache. Roh-Einfaden hängt natürlich mit ihm hier zusammen. Ne? So ist er halt auf den Hänger abgestimmt. Wir können mit. Na, jetzt hat das Ganze schon so ausgekippt. Ich mache das nochmal. Dann geht hinten die Klappen auf und er kippt dementsprechend das Ganze simpel hoch. Das heißt simpel. Er sieht selber vorne mit der Hydraulik fährt das Ganze dann einfach hoch. Ich mache jetzt den Motor mal an von dem Ganzen. Das Rohr erkennt dementsprechend das Ganze. Ich schalte mal wieder nach vorne. Ne, hier kann ich ganz normal den Aufnehmer hoch und runter nehmen. Und dann kann ich sagen, das Ganze soll angehen. So. Und wenn ich dann hier jetzt schön lang fahre, dann seht ihr selber, er macht schön hier das Gras, nimmt es auf und befördert es hinten rein. Und ihr seht unten auch, ne, dass bei 1000 kamen das Ganze dazu. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Bin ich am Überlegen, ob ich das vielleicht auch einsetze auf der Saktion, ja. Ne, könnte ja durchaus eine schöne Geschichte sein, um mal mein Gras schneller einzusammeln. Und nicht nur das, sondern auch vor allen Dingen das Stroh einzusammeln, was natürlich dann durchaus angenehm wäre, muss ich sagen. Ne? Wenn er auch Stroh aufnehmen kann, hoffe ich wenigstens, dann wäre es genau das Ding, weil mit dem Ladewagen ist es ein bisschen andere Geschichte. Und wir haben hier, glaube ich, auch eine etwas höhere Arbeitsgeschwindigkeit mit.
Und wir können das Doppelte auf einmal transportieren und brauchen nicht so oft hin und her fahren. Klar, es sind natürlich Anschaffungskosten da, das muss man sagen, ist halt einfach so. Aber wie gesagt, ich muss zugestehen, ich finde ihn so eigentlich ganz gelungen. Ne? Also ein schönes Ding. Kann man nicht anders sagen. Steig hier nochmal aus, da sehen wir das Ganze nochmal in voller Pracht, weil diese Pracht ist auch leider das letzte Bild für die heutige Folge. Genau, ihr habt es euch richtig gedacht. Wir sind leider schon wieder am Ende der ganzen Geschichte. Damit danke ich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.